Ladies and Gentlemen, treten Sie näher. Es ist wieder soweit. Maga Botato ist in der Stadt. Monstren, Mumien, Mutationen und vieles mehr erwarten Sie heute in unserem Kabinett des Wahnsinns. Aber damit Sie bereit sind, bringen wir Sie erst einmal auf den neuesten Stand, was sich denn so alles in diesem Zirkus getan hat. Letzte Woche gab es etwas Neues von Studio McPhay. Die Einzelminiatur namens Arfiach ist ein seltsames Geschöpf, wirkt aber erfrischend anders und sie haben sogar ihr Logo, den Raben, mit eingebaut. So nach und nach wird unsere Webseite ja erweitert. Es wurde jetzt ein Newsletter eingebaut, bei dem ihr euch anmelden könnt und immer aus erster Hand Infos und News über die Sendung erfahrt. Wir hoffen, euch damit geholfen zu haben. Corvus Belli hat uns im März wieder mit hübschen Miniaturen verwöhnt. Es gibt neue Minis für Ariadna, neue Pan-Ozeania-Ritter und eine Hackerin für Elif. Je größer ein Bausatz aus Metall, desto schwieriger ist es, ihn zusammenzubauen. Wobei das ja eigentlich auch nicht so das Problem ist. Es ist eher die Herausforderung, dass er heil bleibt. Deswegen zeigt Stefan uns heute ja auch eine Grundtechnik des Miniaturenbastelns, das Stiften. Da geht mir voll einer ab. Nee, gerade nicht. Nicht? Na, dann gehe ich halt stiften. Oh Mann. Moin Moin und willkommen zum Atelier. Habe ich heute mal von Dennis geklaut und es geht um eine elementare Grundtechnik, das Stiften. So, die Veteranen unter euch werden jetzt natürlich sagen, was für ein Blödsinn, das kann doch jeder. Ist aber der Fall, den ich gelernt habe, dass es eben nicht jeder kann. Im Kern der Sache geht es darum, dass man zwei Metallstücke mit einem Stift verbindet, damit der ganze Kram nicht so schnell kaputt geht, sollte mal was runterfallen oder man das Ding auf den Gegner werfen zum Beispiel. Soll vorkommen. Was brauchen wir dafür alles? Ganz klar, ein Bohrer, irgendwas, was wir als Stift verwenden können. Ich persönlich benutze da Büroklammern. Man kann, wenn man möchte, auch ganz verwegen sein und Büroklammern in anderer Farbe nehmen. Also es müssen nicht die standardmäßigen kaufbaren Büroklammern sein. Man kann auch mal im Internet gucken, also wie man es haben will. Natürlich noch eine Figur zum Stiften. Ich habe jetzt eine komplett aus Metall genommen. Kann auch aus Kunststoff sein, aus Resin, aus Glas, Porzellan. Man kann auch Möbel stiften, wenn man das möchte. Ist alles drin. Und natürlich, wenn man den Kram zusammenkleben muss, auch ein Metallkleber. Kann jetzt auch ein Alleskleber sein, auch vielleicht ein Kunststoffkleber, wenn es eine Kunststofffigur ist. Oder auch Lehm, Mörtel oder alles andere, was irgendwie zusammenpappt. So, als allererstes brauchen wir zwei Gegenstände, die wir stiften wollen. Das wäre hier einmal der Trolloberkörper und dieser Kopf, wie man schon sieht. Man könnte jetzt natürlich auch einfach den Kopf auf die Klebestelle aufbringen, aber ein Schubser bricht ab, sieht nicht aus. Deswegen stiften. Packen wir uns den Bohrer, setzen an und fangen an zu drehen. Jetzt wird der ein oder andere sagen, was für ein Idiot, wieso benutze ich hier diesen altmodischen Handbohrer? Ich habe doch einen tollen Dremel. Benutze ich aber nicht, weil ich mich kenne. Ich würde wahrscheinlich anfangen zu bohren und irgendwo nicht wieder rauskommen, weil mir persönlich die Kontrolle fehlt. Das mache ich lieber per Hand. Das sehen wir, haben wir ein wunderschönes Loch gebohrt. Nehmen wir uns eine Büroklammer, wie ich schon erwähnt habe, handelsüblich. Man sollte nicht die mit Plastikumrandung nehmen, das funktioniert nämlich mit denen nicht. Knipst dann etwa ein gutes Stück ab. Passt natürlich auf, dass das Zeug nicht in der Gegend rumfliegt oder glatt euch ins Auge, das wird nämlich dann unangenehm. Klebt diesen dann erstmal darin fest. Ich habe jetzt einen relativ großen Stift genommen, was einigermaßen okay ist, ich werde den gleich noch ein bisschen kürzen. Mir es aber einfacher macht, das Stück, das ich gegenstiften will, anzupassen. Wir nehmen uns eine Farbe, man kann es natürlich auch ohne machen und den Kopf einfach so Pi mal Auge anpassen. Also jetzt den Kopf genommen, das Stück einfach Pi mal Auge anpassen, ist aber nicht meins. Deswegen markiere ich das Ende des Stifts mit ein bisschen Farbe, so. Und passe dann den Kopf bzw. das Stück, was ich stiften will, einmal an. So. Dadurch, dass ich jetzt Farbe aufgetragen habe, weiß ich, wo ich in etwa den Bohrer ansetzen muss. Und muss halt nicht Pi mal Auge da irgendwie rumwildern. Jetzt ist es natürlich so, dass der Stift zu lang ist für das, für das Stück, was wir gestiftet haben. Den können wir aber kürzen, das ist ja gar nicht das Thema. Oh, da habe ich den Lichthalter getroffen, aber was man ist, da gibt es genug von. Kleber auftragen, die beiden Löcher mit dem Stift zusammen aneinander. So, um meine Theorie zu beweisen, lassen wir ihn einfach mal fallen. Wie man sieht, ist nichts passiert. Wenn wir den jetzt nicht gestiftet hätten, würde wahrscheinlich schon der Kopf irgendwo da hinten liegen. Das würde uns nicht viel bringen. Jetzt ist es allerdings auch so, dass man nicht nur Köpfe stiften kann, welch Wunder, sondern halt alle Teile der Miniatur. Das heißt, hier könnten wir noch den Arm stiften, den anderen Arm oder hier zum Beispiel den Wanst. So, wir sind am Ende meines Ateliers angelangt. Jetzt haben wir in etwa alles gestiftet, was wir stiften konnten. Das heißt, nichts geht mehr kaputt. Man kann rumschmeißen, wie man will. Alles hält, alles ist bombastisch, alles ist so, wie es sein soll. Ich verabschiede mich, aber sage, ich komme wieder und dann wird's bombastisch. Bis dann. Es gab wahnsinnig viele Anfragen auf unsere Singles-Sendung Date a Nerd. Und wir wären ja nicht Maga Botato, wären wir nicht für jeden Spaß zu haben. Ja, außer Dennis, der war letztes Mal beleidigt. Wenn du jetzt nicht bei ihm bist, Delia, fährst du alleine nach Köln.
Willkommen zurück bei Date a Nerd, der Show, in der scharfe Mädels den Nerd ihrer Träume abgreifen können. Die liebliche Fiona sucht ein Date für die RPC. Frage Nummer 1 hat sie unseren Nerds bereits gestellt. Warten wir ab, was Frage Nummer 2 bringt. Okay, Nerds, ich kenne euch jetzt. Wie unterhaltet ihr mich während der Fahrt, sodass mir nicht langweilig wird? Ich werde dir ein paar Tabellen vorlesen aus dem Ausrüstungsbuch. Aber ich muss mal ein Testbuch aufklappen, plus 29 bestehen. Scheiße. The Internet is for porn. The Internet is for porn. Also ich erzähl dir erstmal, welchen Mist die Firma Warfighter Soldiers wieder gebaut hat. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich als ernstzunehmender Wargamer, ja, möchte wie diesen Scheiß nicht belästigt werden. Ich muss den Kram kaufen und dann bieten die uns sowas an. Die ziehen uns nur das Geld aus der Tasche. Ganz ehrlich, das hätte man besser machen können. Also Nerd Nummer 3, du bist ja ein ganz elitärer. I like. Wir wussten ja schon immer, dass wir nicht allein im Universum sind. Außerirdische, Aliens, Alphs, intelligentes Leben außerhalb der Erde. Sie beobachten uns schon seit langem und manchmal entführen sie sogar einen von uns. Und wenn die Zeit reif ist, besuchen sie uns auch ganz offiziell und wollen immer nur das eine. Uns vernichten, assimilieren, versklaven und auffressen. Und entführen. Als sie ihn an Bord ihres Raumschiffs hatten, haben sie ihn belästigt. Sexuell. Mit der Vereinigten Armee, oder wie die richtig coolen Jungs es sagen, der Combined Army, stellen wir heute die einzige nichtmenschliche Fraktion bei Infinity the Game vor. Die Geschichte der Vereinigten Armee ist doch etwas tragischer, als man zu Anfang annehmen kann. Sie sind halt nicht einfach nur die Bösen, die sich mit Totenschädel behängen, weil es böse ist, oder weil böse sein so viel Spaß macht, oder weil Morden so böse ist und böse als böse wahrscheinlich sehr böse zu sein scheint. Nein, sie haben tatsächlich einen Hintergrund, der sie vielleicht nicht sympathischer erscheinen lässt, dafür ihre Handlungen aber nachvollziehbarer macht. Am Anfang gab es die Rationalisten von Ur, eine total kluge Rasse von Aliens, die alles hatten, bis auf das ultimative Ziel, die Transzendenz. Doch die konnten sie nicht allein erreichen und so bauten sie einen Megacomputer bzw. eine künstliche Intelligenz, die AI. Diese sollte ermitteln, wie die Transzendenz zu erreichen ist. Doch wie man aus 2001 und Alien erfahren kann, erfüllen Computer ihre Aufträge effizient und ganz genau, leider ohne Rücksicht auf Verluste. Die AI brauchte immer mehr Speicher, um die Daten zu sammeln, doch es gab keine Ressourcen mehr in dem Reich der Ur. Also überfielen sie andere Systeme, um sich deren Ressourcen zu holen. Alle Informationen von anderen Rassen werden von der AI aufgenommen, um dem Datenpuzzle der Transzendenz ein kleines Stück näher zu kommen. Deshalb werden andere Völker nicht nur ausgelöscht, sondern vor die Wahl gestellt, sich ihnen anzuschließen. Oder ausgelöscht zu werden. Durch die verschiedenen angeschlossenen Rassen kommt auch der Name. Die Vereinigte Armee. Nun ja, jetzt sind sie auf Paradiso gelandet, einem Planeten in der menschlichen Sphäre, und haben exakt das gleiche mit den Menschen vor. Eingliedern oder vernichten. Wobei die AI doch etwas enttäuscht sein dürfte, wenn sie den Schlüssel zur Transzendenz errechnet hat. Die Combined Army sieht im Spiel aus wie ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Das liegt wohl daran, dass die Streitkräfte in unterschiedliche Rassen unterteilt werden, die alle von der AI versklavt wurden. Da wären zum einen die aggressiven Morad, die schleimigen Shasvasti und die insektenartigen Exra. Angeführt werden sie von Maschinen, die die KI der AI höchstpersönlich steuert. Im Spiel ist die Vereinigte Armee ein echter Exot, nicht nur weil es Aliens sind. Sondern auch von der Spielweise. Die Truppen sind überdurchschnittlich gut und selbst der popeligste Soldat hat Sonderregeln, die spielentscheidend sein können. Zum Beispiel wird der Zeitpunkt, an dem die Armee den Rückzug antreten muss, von 60% der eigenen Verluste auf 75% erhöht. Oder bei den Shasvasti-Truppen hinterlassen die getöteten Einheiten einen sogenannten Brutembryo, der zwar nicht kämpfen kann, aber vernichtet werden muss, wenn der Gegner die Siegespunkte dafür einfahren will. So etwas haben andere Armeen nicht. Ebenfalls hat die Vereinigte Armee Zugriffe auf Techniken, von denen andere Fraktionen nur träumen können. Wow, eine digitale Armatur! Abgefahren! Sei es der Sepsitor, mit dem man gegnerische Figuren komplett übernehmen kann, oder ein Kampfroboter, einen sogenannten Tag, der während des Spiels irgendwo auf dem Spiel erscheint und bei dem Aufprall Flächenschaden macht. Man kann den Gegner damit sozusagen mit Robotern bewerfen. Dieses ganze Spezialgedöns hat natürlich seinen Preis, einen doppelten sogar. Denn erstens sind die Truppen der Vereinigten Armeen teurer als die anderer Fraktion, wodurch nicht nur jeder Verlust mehr wehtut als normal, da man immer in der Unterzahl ist, nein, man hat auch weniger Befehle zum Ausgeben. Befehle sind sozusagen die Aktionen, die ein Spieler pro Runde hat. Je mehr Figuren, desto mehr Befehle. Je mehr Befehle ein Spieler hat, desto flexibler kann er agieren. Dies trifft auf die Combined Army übrigens meistens nicht zu. Wir haben hier mal eine kleine Streitmacht der Fraktion aufgebaut und zeigen ein paar kleine fiese Tricks.
Hier haben wir zum Beispiel ein Gwailo, was übrigens Geistermensch auf Kantonesisch heißt. Dieser Kerl trägt mit seinem Nanoschirm seine eigene Deckung mit sich herum, welches er bei Bewegung in eine beliebige Richtung ausrichten kann. Dadurch gilt er, wenn er beschossen wird und hinter dem Screen steht, als in leichter Deckung befindlich, was seine Rüstung erhöht und dem Gegner das Schießen erschwert. Ebenfalls ein Shaswasti ist der Aswang, was übrigens ein Ghoul in der philippinischen Mythologie ist. Dieser kleine perverse Kerl marschiert getarnt auf den Gegner zu, kann ihm einen Lebenspunkt rauben und seinen eigenen einen hinzufügen. So kann er bis zu 3 Lebenspunkte bekommen. Ein übler Typ, der mit einem Nahkampfwert von 17 gehört er definitiv zur Oberklasse. 2 Yaogat sind auch mit von der Partie. Yaogat heißt übrigens, Moment. Einer von beiden ist ausgerüstet mit einer Panzerfaust, um hartgerüstete Feinde aufs Korn zu nehmen. Der andere mit einer Spitfire, um den Gegner mit vielen Salven einfach abzufeuern. Feuert sie ab! Feuert sie ab! Feuert sie ab! Feuert sie ab! Außerdem sind die beiden resistent gegen den Verlust des Sergeants und somit sehr verlässlich, wenn es um den Rückzug nach Verlusten geht. Hatten wir vorhin gesagt, dass alle Truppen der Combined Army sehr teuer sind? Na gut, da haben wir euch etwas angeschindelt. Es gibt da ja noch die Hungrigen. Ich was? Die Gakis und Pretas, wie sie aufgeschlüsselt heißen, sind sehr günstig. Dafür aber auch schlecht zu kontrollieren, denn sie müssen Pflichtbewegungen durchführen, was nicht immer von Vorteil ist. Aber dafür kann man sie als Kamikaze-Einheiten auch mal in der Masse benutzen, um den Gegner zu beschäftigen. Nicht immer sinnvoll, aber sehr spaßig. Pretas heißen im Sanskrit übrigens sowas wie hungrige Geister und Gakis das gleiche auf Japanisch. Das ist so jetzt aber nicht ganz korrekt. Und wenn's nicht ganz korrekt ist, ist es mir auch egal. Das Schmuckstück unserer kleinen Armee ist übrigens The Anathematic. Dieses Biest ist nicht nur kräftig und hat fiese Waffen mit starken Werten, es kann auch komplett getarnt aufgestellt werden. Also sogar ohne Marker. Man notiert seine Position auf ein Blatt Papier und wenn die Zeit reif ist, dann BÄM! Schlägt dazu. Wenn man ihn getarnt zusammen unter einem Tarnmarker mit dem Aswang losschickt und dann aus dem Marker 2 Monster auftauchen, dann ist die Überraschung komplett. Man sollte den Anführer nur von Hackern fernhalten, denn als schwere Infanterie ist er sehr anfällig gegenüber Hackattacken. Und sollte er doch einmal den Löffel abgeben, springt die AI in einen anderen Körper, wodurch einige Werte in diesen transportiert werden und dadurch auch kein Verlust des Sergeants vorkommt. Und was sagen wir zu so etwas? Nice! Als Fazit können wir sagen, dass die Vereinigte Armee definitiv was anderes ist als andere Fraktionen. Viele Spielereien, viele Sonderregeln, aber dafür schwer zu meistern. Die Armee krankt an den hohen Punktekosten und dem damit verbundenen geringen Befehlspool. Man muss das Spiel schon richtig beherrschen, um die Verluste so gering wie möglich zu halten, den Gegner zu umgehen und um die Eigenschaften der Figuren zum richtigen Zeitpunkt so einzusetzen, dass sie richtig wehtun. Also, für Anfänger gewöhnungsbedürftig, aber wenn man das Spiel beherrscht, dann sollte die menschliche Sphäre schneller fallen, als man The Anathematic sagen kann. Apropos, The Anathematic heißt übrigens, hallo? Hey! Ich bin noch nicht fertig! Oh, heiliger Bildausfall. Meine Damen, Herren, Nerds und Aliens, der Zirkus schließt für heute wieder. Aber wie immer war das nicht das letzte Mal. Wir kommen wieder. Haltet Ausschau nach den Zeichen. Per Facebook oder Twitter oder mailt dem Orakel. The show must go on. Möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an. Jetzt bei Fantasy-Welt.